So, wir sind jetzt am Absteigen von dem Plateau runter in dieses Tal. Wir dürften so ungefähr auf einem Drittel sein, denke ich. Ja, und auch ein Abstieg kann recht anstrengend sein. Ihr habt ja eben gesehen, der Weg ist hier einigermaßen steil. Und ich habe auf dieser Reise diesmal festgestellt, dass das Absteigen um einiges schwieriger ist, um einiges härter ist als das Aufsteigen teilweise, weil es halt wirklich in die Knie reingeht. Ja, seht ihr schon wieder, der Schweiß rinnt. Ich trage auch wieder den Hut und wieder das langarmige Hemd, weil ansonsten würde ich hier verbrennen. Leute, das ist heiß hier, das ist unglaublich heiß. 28. April. So, erstmal tschüss.
So, liebe Freunde, Zeit für etwas Schüttelkamera. Das ist ein schöner Weg hier. An manchen Stellen, also wenn ihr den auch mal machen wollt, an manchen Stellen ist es ein bisschen eng und auch unbequem. Und es rollen auch einige Steine, aber ansonsten locker, kann man sagen. Und hier ist er jetzt gerade richtig locker. Ich hoffe, das bleibt so. Dann habe ich nämlich richtig Spaß. Kommen so langsam im Tal an, sieht so aus. Machen wir noch ein bisschen Schüttelkamera. Aber da vorne muss ich gleich wieder aufhören. Denn wenn der Weg enger wird und mehr rollende Steine da sind, dann kann ich mir das nicht erlauben. Safety first, sagt Ranger Yogi Bär. Schaut mal, weil da, na, da geht das runter. Schaut mal, von ganz da oben kommen wir jetzt runter. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie auf der Kamera halbwegs rüberkommt.
So Leute, jetzt schaut euch das mal an. Also das Runde, das sind die Blätter. Und dieses mit den Perlen dran, oder wie man das nennen mag, das ist die Blüte. Interessantes Zeug wächst hier. Ich nenne diese Dinge Tubenbären aus irgendeinem Grund. Seht ihr, liebe Leute, wir sind fast unten, zumindest auf dem Niveau von Corral das Freier. Aber jetzt müssen wir da noch da runtersteigen. Wird noch ein kleiner Moment und dann gibt's was zu trinken. Guten Abend, meine Damen und Herren, oder wann immer ihr das jetzt auch gerade guckt.
Wir sind unten in Kuraldas Freier schon eine ganze Zeit und es wird Zeit, was zu essen. Demnächst kommt auch unser Bus. Wir haben massig Zeit, bis der letzte Bus kommt, aber wir wollen eigentlich diesen einen jetzt bekommen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen mit dem Essen. Und Marlina hat sich auch schon... Jetzt hört mal auf, da draußen so einen Krach zu machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich drehe hier Video. Das ist wichtig. Das ist wichtige Arbeit. Marlina meckert schon die ganze Zeit so von wegen, du unterhältst dich mit den Leuten und das kostet uns viel zu viel Zeit. Ist ja auch wahr. Ich rede halt viel zu viel, ne? Ja. Und jetzt muss ich ganz, ganz viele Untertitel schreiben, weil ich so viel geredet habe. Ja, gibt gleich was zu essen. Und dann fahren wir zurück nach Funchal. Und morgen... Ja, wir haben die Wahl zwischen zwei Dingen. Ich werde noch nichts verraten, weil unter Umständen wird das morgen noch ganz überraschen. Das sind ja jetzt unsere letzten zwei Tage, morgen und übermorgen. Und ihr werdet mit ganz großer Sicherheit ein vertrautes Gesicht wiedersehen. Und ich werde wahrscheinlich dann endlich zu Jesus finden. Wenn ihr die letzte Serie verfolgt habt, dann wisst ihr jetzt, dass ich nicht etwa irgendwie zum Christentum zurückkonvertieren will. Nein, es geht um einen ganz besonderen Jesus. Und jetzt verabschiede ich mich und vielleicht sehen wir uns heute nochmal mit großer Sicherheit morgen. Arrivederci, mon chéri. Habt ihr gehört? Ich habe sie wieder zum Lachen gebracht. Tschüss. Espetada, liebe Freunde. Diesmal auf dem Lorbeerspieß, ganz traditionell. Und dazu gibt es, wie immer, Batatas Fritas. Leider kein Salat. Hätte sein können, muss aber nicht.